So spricht der Herr, ich möchte euch eine Botschaft des Friedens und der Hoffnung geben. Ich spüre, dass ihr noch vor Ende des Jahres 2023 mit Wohlstand und Gesundheit gesegnet sein werdet. Ich, als eine wohltätige göttliche Kraft, möchte euch in den kommenden Tagen Reichtum und Erfolg gewähren. Mach dich auf finanzielle Überraschungen und unerwartete Segnungen gefasst. Es werden sich ihnen erstaunliche Gelegenheiten bieten, lebensverändernde Wunder und neue Möglichkeiten, die ihr Leben auf eine Weise bereichern werden, wie sie es noch nie zuvor gesehen haben. Wenn sie auf die Weisheit des Universums vertrauen, üben sie ihren Glauben. Vertrauen sie darauf, dass in den kommenden Stunden Fülle, Gesundheit und Wohlstand in ihr Leben fließen werden. Erlauben sie sich, das Video bis zum Ende anzuschauen, und sie werden eine großzügige Dosis an Glück, Liebe und Wohlstand erhalten. Ich bin hier, um dir Wunder, Segnungen und Verbesserungen in jedem Bereich deines Lebens zu bringen. Der Reichtum wird zu ihnen fließen wie ein fließender Fluss und von Tag zu Tag zunehmen. Diese Welle des Wohlstands wird positive Veränderungen mit sich bringen und dein Leben so umgestalten, dass es Glück und Zufriedenheit anzieht. Als der Schöpfer aller Dinge werde ich in jedem Augenblick anwesend sein und dich mit Barmherzigkeit und Gnade führen. Du, meine Geliebte, bist auserwählt worden, diese Geschenke zu empfangen. Meine liebe Tochter, ich bin hier, um dich im Überfluss zu segnen. Ich möchte dir Reichtum, Gesundheit und Erfolg schenken und Wohlstand anziehen, wie Honig Ameisen anzieht. Ich bin bereit, dich mit einer Fülle von Segnungen zu versorgen, die deine Erwartungen übertreffen. Am Ende dieser Woche werden sie unerwartete Geldzuflüsse aus verschiedenen Quellen erhalten, ein großzügiges Geschenk des Göttlichen. Heilungen, positive Transformationen, Segnungen und Wunder erwarten sie und ihre Familie im Jahr 2023. Ich werde die Quelle deines Zuwachses und deines Segens sein und Mangel in Überfluss und Not in Sieg verwandeln. Alles, was ihr tun müsst, ist, mir zu vertrauen, und die Wunder werden in euer Leben fließen. Denkt daran, meine Kinder, dass ihr die Macht habt, euren Familien unbegrenzte Gesundheit, Reichtum und Wohlstand zu bringen. Ihr habt die Macht, die Situation eurer Familie für immer zu verändern. Schreibt Amen, um zu bekräftigen, dass euch im Juli und August gute Dinge widerfahren werden. Sie und ihre Familie werden Segnungen erhalten, von denen sie nicht einmal wussten, dass sie sie haben. Diese Woche wird voller Wunder sein, die ihr Leben verändern werden. Ihre Finanzen, ihre Gesundheit und ihre Familienbeziehungen werden von Gott gesegnet werden. Von Dienstagmorgen bis Sonntagabend werden in jedem Bereich ihres Lebens Wunder geschehen. Ich werde ihnen geistliches und finanzielles Wachstum bringen, das Heilung und Fortschritt in ihren Finanzen, ihrer Familie und ihren Beziehungen bewirken wird. Dies wird im Namen Jesu geschehen. Ich, der allmächtige Gott, habe den Himmel und die Erde erschaffen. Ich bin der Anfang und das Ende. Es ist mein Wille, dass ihr heute hier seid und diese Botschaft erhaltet. Ich möchte euch mit mehr Reichtum, besserer Gesundheit und mehr Erfolg segnen, als ihr euch vorstellen könnt. Alles, worum ich euch bitte, ist, dass ihr Glauben habt und meine Segnungen mit einem dankbaren Herzen annehmt. Das Geld, das ihr ausgibt, wird hundertfach vervielfacht zu euch zurückkommen. Gott wird euch so viel Geld geben, dass ihr es für viele Generationen behalten könnt. Glaubt mir, so wie er den Himmel in 6 Tagen erschaffen hat und am 7. Tag geruht hat, kann ich euer Leben in nur wenigen Minuten verändern. Verstehen Sie, dass es mein Geschäft ist, Leben zu verändern und Wunder zu bewirken. Denkt immer daran, dass euch nichts von meiner Liebe trennen kann, egal wie hoch oder niedrig ihr euch fühlt oder was es sonst auf dieser Welt gibt. Ihr werdet immer mit der Liebe Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn, verbunden sein. Schreiben Sie, Jesus ist Herr, und teilen Sie dieses Video mit 3 Menschen, die Gott vertrauen. Verkünden Sie mit mir, ich bin jetzt bereit, viel Liebe, Heilung und Fülle zu empfangen, die ich durch Gottes Gnade wirklich verdiene.
Dabei ist es wichtig, dass Sie ein unerschütterliches Vertrauen in mich haben und meine Segnungen dankbar annehmen. In der nächsten Woche werden Sie unglaubliche Segnungen, Gelegenheiten und Gnaden empfangen, die alles übertreffen werden, was Sie jemals zuvor erlebt haben. Dies ist eine Zeit der Wiederherstellung und Erneuerung für dich. All der Kummer, der Sie lange Zeit zum Weinen gebracht hat, wird noch vor dem Wochenende verschwinden. Im Gegenzug werden Sie Glück, Licht, Liebe und eine Fülle von Vorteilen finden. Lassen Sie uns gemeinsam beten und Gott bitten, diese Woche Segen in Ihrem Leben zu offenbaren. Lasst uns beten, dass er eure Gebete erhört und euch hilft, die Herausforderungen zu überwinden, denen ihr gerade gegenübersteht. Denken Sie daran, ich bin der Gott, der erstaunliche Dinge tut. Ich habe Mose geholfen, das Rote Meer zu durchqueren, und ich habe erstaunliche Heilungen und Auferstehungen durch meinen Sohn Jesus bewirkt. Ich kann auch wiederherstellen, was du verloren hast, und die Dinge besser machen. Selbst wenn ihnen jemand etwas weggenommen hat, werde ich es zurückgeben. Gott schickt dir Geld und Segen, die dein Leben verändern werden, und Wunder auf deinem Weg. Denken Sie daran, dass er ihre ewige Stärke ist, auch wenn sie sich müde und schwach fühlen. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, ich bete für die Person, die sich dieses Video anschaut, und ich bitte dich, dass ihnen Gutes widerfährt. Ich bete, dass du ihre Gebete erhörst und ihnen neue Möglichkeiten eröffnest. Ich werde ihren Körper heilen, für alle ihre Bedürfnisse sorgen, ihre Feinde besiegen und einen klaren Weg für Segen in ihrem Leben eröffnen. Schreiben Sie 1212 zur Bestätigung. So spricht der Herr, vertraue mir voll und ganz, denn wenn es Glauben gibt, wird das Unmögliche möglich. Erwarte ein Wunder, mein liebes Kind, denn ich bin im Begriff, dir außergewöhnliche Hilfe zu geben. Ich öffne Türen zu Möglichkeiten, die dein Leben verändern werden. Ich werde dich aus den Schulden herausholen, deine Rechnungen vollständig bezahlen und deine finanzielle Situation verbessern. Sie werden positive Veränderungen erleben, vom Gefühl der Stagnation zum Gefühl der Freiheit, vom Weniger zum Mehr, von der Verwirrung zur Klarheit, von der Erfahrung des Schmerzes zum Finden des Friedens. All die Dinge, die sie in der Vergangenheit zum Weinen gebracht haben, werden verschwinden und an ihre Stelle werden Glück, Winde der Liebe und Segen treten. Denkt niemals, dass eure Gebete ungehört geblieben sind. Ihr dient Gott, der eure Gebete nicht nur erhört, sondern auch beantwortet. Habt Geduld, denn der Herr bereitet den Weg für euch. Himmlischer Vater, ich bin dankbar für die Segnungen, die in mein Leben kommen, und ich glaube, dass du wunderbare Pläne für meine Zukunft hast. Ich übergebe dir all meine Gedanken, Wünsche und Gefühle und bin offen für alles, was du für mich auf Lager hast. Benutze mich, um Segen in das Leben anderer zu bringen. Der Juli wird ein Monat der Heilung, der Transformation, des Segens und des Erfolgs sein. Ich ebne dir den Weg, wie ich es schon früher getan habe und wieder tun werde. Schreiben Sie 2121, wenn Sie daran glauben. Leite mich, meine Zeit, meine Talente und meine Ressourcen so einzusetzen, dass sie anderen zum Erfolg verhelfen und deinen Namen verherrlichen. Wisse, dass Gott bereits zu deinen Gunsten arbeitet. Er wird jede negative Situation in ihrem Leben in etwas Positives verwandeln, sie und ihre Familie segnen und ihre Wunden heilen. Wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht mehr weiterkommen, wird Gott ihnen Kraft geben, wenn sie entmutigt sind, wird er ihnen Freude schenken, wenn Dinge unmöglich erscheinen, wird er ihnen den Weg ebnen. Sie treten in eine neue Phase der Freiheit ein, in der sie mehr Glück, Komfort und Überfluss erleben werden als je zuvor. Gott wird dich von Schmerz, Not und Mangel befreien und dir eine Zeit der Heilung, des Trostes und des Überflusses bringen. Ich, der allmächtige Gott, stehe an eurer Seite und bin euer größter Beschützer. Ich werde dich beschützen, dich in Sicherheit bringen und dich zum Sieg führen. Übergebt mir eure Sorgen und Ängste und ich werde mich um sie kümmern.
Vor Ende des Jahres 2023 werdet ihr in eine Zeit eintreten, in der eure Bitten erhört werden. Ihr werdet großen Frieden erfahren, großen Segen erhalten, wichtige Verbindungen knüpfen und eine große Geldsumme erhalten. Gott hat besondere Gelegenheiten für Sie vorbereitet, und es warten aufregende Überraschungen auf Sie. Du wirst den Job finden, den du willst, genug Geld haben, das Auto bekommen, von dem du träumst, und die Liebe finden, die du dir wünschst. Schreiben Sie 222, wenn das richtige Wort für Sie ist. Jesus sagt, ihr, die ihr dieses Video anschaut, macht euch keine Sorgen, Geld wird zu euch kommen, ihr werdet von allen Schwierigkeiten geheilt werden, Liebe wird in euer Leben kommen und alles wird noch besser werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Vergib mir, Herr, für die Gelegenheiten, in denen ich gegen deine Lehren gehandelt habe. Hilf mir, dich zu lieben und andere von ganzem Herzen zu lieben. Ich sehne mich danach, die Ewigkeit mit dir im Himmel zu verbringen. Gott wird alles erfüllen, was er in deinem Leben begonnen hat, die Wartezeit wird sich als Wunder erweisen. Er wird ihr Herz mit einem neuen Gefühl der Freude und Hoffnung erfüllen. Es ist eine Zeit, in der Gott sie mit seiner Güte und Unterstützung überraschen wird, sie werden ihre Gebete erhört sehen. Die Schleusen des Himmels sind dabei, sich für eine bessere Zukunft zu öffnen, und sie werden alles erhalten, wofür sie gebetet haben. Diese Woche wird besonders reich an Segnungen sein. Trotz der Stürme, mit denen sie konfrontiert werden, versichere ich ihnen, dass sie stark, gesegnet und wohlhabend aufstehen werden. Das Jahr 2023 wird eine Zeit bedeutender Veränderungen, Durchbrüche und Wunder für euch sein. Ich erkläre, dass dies eine Zeit ist, in der sie neue Möglichkeiten entdecken und ein Wunder nach dem anderen erleben werden. Denkt daran, dass ihr in euren Kämpfen nicht allein seid. Ich kämpfe in eurem Namen. Vertraut mir einfach, und ich werde euch zur Seite stehen. Wenn ihr euch überfordert und ängstlich fühlt, wendet euch an das Gebet, um Trost und Erleichterung zu finden. Ich bin hier, um zuzuhören und zu trösten. Und schließlich, vertraue auf mein Timing. Ich weiß, was das Beste für dich ist, und werde dafür sorgen, dass es zum richtigen Zeitpunkt geschieht. Schreiben Sie, ja, wenn Sie mit Gott übereinstimmen. Dios sagt dir, meine liebe Tochter, ich habe viele wunderbare Dinge für dich vorbereitet und ich werde dir alles geben, was du zur richtigen Zeit brauchst, um Segen in dein Leben und deine Arbeit zu bringen. Du wirst Verbesserungen in deiner Gesundheit, deiner Arbeit, deinem Geschäft, deinen Beziehungen und deinen Finanzen sehen, wie nie zuvor. Heute werde ich dir Frieden, Heilung und Sieg schenken. Mach dich bereit, erstaunliche Segnungen zu empfangen, die dein Leben positiv verändern werden. Ich öffne die Pforten des Himmels und gieße zahllose Segnungen über dich aus. Ich möchte dich sowohl geistlich als auch finanziell segnen. Deine Gesundheit, deine Finanzen und deine Beziehungen sollen in Jesu Namen geheilt und verbessert werden. Ich bin der allmächtige Gott, der in Hülle und Fülle gibt, heilt, wiederherstellt und segnet. Während ihr diese Jahreszeit des Überflusses erlebt, denkt immer daran, mir für alles, was ihr erhalten habt, dankbar zu sein. Wisse, dass du in diesem Monat nicht mehr derselbe sein wirst. Ihr werdet stärker, gesegneter, zuversichtlicher, gesünder und friedlicher sein. Schreiben Sie 555, wenn Sie glauben. Der Herr hat ein offenes Ohr für Ihre aufrichtigen Gebete. Möge der Name des Gottes Jakobs Sie vor Unheil schützen und Sie bewahren. Dies ist die Zeit deiner Genesung. Ich werde alles wiederherstellen, was der Feind dir genommen hat, und dein Leben wird mit Segnungen erfüllt sein wie nie zuvor. Ich habe etwas Gutes für dich auf Lager, es könnte dein Traumjob sein, eine Ehe oder eine lang erwartete Veränderung. Wer auf meine Anweisungen hört und sie befolgt, ist so weise wie jemand, der sein Haus auf ein solides Fundament baut. Ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr mir folgt, müsst ihr nicht in der Dunkelheit wandeln, denn ihr werdet das Licht haben, das zum Leben führt.
Gott wird eure Traurigkeit in Glück verwandeln. Er erhört ihre Gebete gerade jetzt, und das Jahr 2023 wird bedeutende Veränderungen, Durchbrüche und Wunder bringen. Dieses Wochenende verspricht Ihnen außergewöhnliche Segnungen. Öffnen Sie Ihr Herz, um diese Segnungen zu empfangen, und bereiten Sie sich auf ein freudiges, blühendes und erfülltes Leben vor. Ich führe euch weg von Leid, Kampf und Mangel und führe euch zu einem Leben in Heilung, Leichtigkeit und Fülle. Diese Woche werde ich viel Gutes über dich ausschütten, das Unmögliche möglich machen und unerwartete Wunder in dein Leben bringen. Schreiben Sie 777, um ein Wunder zu erhalten. Herr, ich habe lange Zeit gelitten und muss jetzt weitergehen. Danke, Herr, dass du mich tröstest und mich mit deinem Frieden und deiner Liebe einhüllst. In Jesu Namen sagen wir, Amen. So spricht der Herr, was ich dir versprochen habe, kann nicht weggenommen, unterbrochen oder zerstört werden. Ich werde dich weiterhin kontinuierlich mit Heilung, Liebe und Fülle segnen. Dein Segen ist gerade gekommen, und du wirst durch Situationen gehen, die dein Leben zum Besseren verändern und noch mehr Glück bringen werden. Liebes Kind, ich möchte, dass du weißt, dass dir gute Dinge bevorstehen. Deine Gesundheit wird sich verbessern und du wirst mehr Geld haben. Mach dich bereit für Heilung und für die Verbesserung deiner Gesundheit, deiner Finanzen und deiner Beziehungen. Ich werde erstaunliche Dinge in deinem Leben tun und du wirst dich sehr glücklich fühlen. Schreibe 999, wenn du Gott vertraust. In Jesaja 12,2 heißt es, Gott ist meine Rettung, ich will vertrauen und mich nicht fürchten. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied, er ist meine Rettung. Ich vertraue auf ihn und fürchte mich nicht. Er gibt mir Kraft und bringt mir Rettung. Denken Sie an diesen Vers und vertrauen Sie auf Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Herr, ich vertraue dir und deinem Opfer am Kreuz. Du rettest mich vor Sünde und Tod. Ich bitte um Konzentration, Disziplin und Frieden in meinem Leben. Möge dieser Monat mit Liebe, Wundern und Wiederherstellung in jedem Bereich meines Lebens erfüllt sein. Wir danken Gott, dem Vater Jesu Christi, der uns in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten einen neuen Anfang und Hoffnung für die Zukunft geschenkt hat. Im Namen des allmächtigen Jesus sage ich Amen. Bis Ende 2023 wirst du finanziell unabhängig sein, deine Gesundheit wird sich verbessern und du wirst die wahre Liebe finden. Mein Kind, wenn ich Himmel und Erde in 6 Tagen erschaffen konnte, kann ich sicherlich auch dein Leben in nur einer Minute verändern. Übergib mir dein Leben und werde Zeuge eines sofortigen Wunders. Denke daran, dass die nächsten 4 Monate mit Segen, Gesundheit und Überfluss gefüllt sein werden. Gott wird Sie und Ihre Familie mit einem glücklichen und wohlhabenden Leben segnen. Denken Sie daran, dass Beförderungen und Segnungen von Gott kommen und seine Verheißungen von niemandem weggenommen, blockiert oder zerstört werden können. In diesem Monat wird Gott Ihnen ein finanzielles Wunder schenken, das Ihr Leben für immer verändern wird. Ihre Schulden werden getilgt und Ihre Finanzen werden in Hülle und Fülle gedeihen. Schreiben Sie 222, wenn Sie glauben. Liebes Kind, ich werde deine Familie mit Frieden, Liebe und Freude segnen. Vertraue auf meine Gnade und Führung. Ich bin immer an deiner Seite und sorge für dich und deine Lieben. Du wirst auf dieser Reise nie allein sein. Gott verspricht, immer an deiner Seite zu sein, deine Kämpfe zu kämpfen und deine Sorgen zu lindern. Er erfüllt ihr Leben mit Frieden und Glück. Jetzt ist die Zeit der Genesung für sie. Gott wird alles wiederherstellen, was der Feind ihnen genommen hat. Ihr Frieden, ihre Gesundheit und ihr Wohlstand werden wiederhergestellt werden. Ich bete, dass der Herr in Zeiten der Not dein Flehen erhört und dich vor allem Unheil bewahrt. Ich beschwöre die Macht des Blutes Jesu über alles, was dich betrifft, und verkünde die Rache Gottes an deinen Feinden. Ich bitte in Jesu Namen, Amen.
Du wirst im August viele gute Dinge, Segnungen und Gelegenheiten haben. Vertrauen Sie auf die Macht Gottes, erstaunliche Dinge zu tun. Gott wird ein Wunder in Ihrem Leben vollbringen, das all Ihre Sorgen und Probleme beseitigen wird. Für Sie beginnt eine neue Zeit der Freiheit, des Erfolgs und des Überflusses. Ihr Leben wird von Überfluss, Gesundheit, Freude und dauerhaftem Glück erfüllt sein. Sind Sie bereit? Schreiben Sie ja, wenn Sie bereit sind. Lassen Sie uns gemeinsam beten. Lieber Gott, wenn wir unseren Tag beginnen, bitten wir dich um deinen Schutz und Segen. Wir bitten dich, dass du unsere Kinder in der Schule beschützt und auf uns auf der Straße aufpasst. In Jesu Namen, bitte bring uns Segen, Heilung, neue Möglichkeiten und Durchbrüche. Möge der Friede Jesu Christi mit euch allen sein.